So, jetzt haben wir auch eine Karte. Space, 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 Space. Ja, das ist ein bisschen sehr dingsig. Darf ich nicht landen? Hier darf ich landen. Vermutlich kannst du nicht in der Stadt landen. Direkt davor. Ja. Guck mal, jetzt ist auch Ofen. Kannst du ihn nicht vom Heilen abhalten? 224? Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie 100 oder so. Kannst du ihn nicht vom Heilen abhalten? Alter! Wie oft können die sich denn heilen, ey? Ja, weiß ich nicht. Kali hat ja auch nicht nur 2 Mana-Punkte, sondern ein bisschen mehr. Ich komm mal rüber. Siehst du, kaum wenn ich da läuft, hat auch. Das ist das dritte Mal, dass du mit dem Spezialschlag daneben geschlagen hast. Und dann kriegst du eine Retourkutsche. Ich bin zutiefst enttäuscht. Wir tauschen wieder. Warte. Nein. So, dein Zuhause. Was aufs Line? Ja, nee, komm, das will ich nicht riskieren. Wupp. Wupp, wupp. Siehst du, jetzt hätte ich es geahnt. Ich habe gar nichts gedrückt, aber... Sicher? Ja. Wie hätte ich von da hinten diesen Spezialangriff machen sollen? Ja, die macht dann automatisch. Ich kann ja auch, egal wo ich auf dem Bildschirm bin, einfach drücken und dann springt sie mit ihrem Speer auf, weil die Gegner da sind. Die Tapete fand ich ulkig. Alter, ich krieg hier nur eine nach der anderen. Gut. Oh, kann ich mal eine 3? Wieso dürfen die sich eigentlich in Werwölfe verwandeln, wenn es gar nicht Nacht ist? Weil die nicht nur halbe Beatmänner sind. Na gut. Wir haben mittlerweile eine Menge Süßkram gehortet. Hm. Mehr. Na, selbstverständlich. Ui, 200 hat er reingebrätzt. Du hast noch 173, aber gut. Ich glaube, mit dem Heilzauber ist jetzt bloß die Aufmerksamkeit auf Kali gezogen. 199. Alter, das geht einem echt ein bisschen auf den Zünder, wenn die sich auch heilen können.
So, Schluss mit lustig. Du bist die einzige Möglichkeit, jo. Der Schauplatz ist schick hier. Wo geht's da lang? Mal gucken, wo es hier überhaupt lang geht. Ja, geht da oben lang. Mist. Jetzt heilen. Wahnsinn. Roman. So, nächste Aufnahmesession. Weiter geht's. Wie viele Wochen haben wir zwischen jetzt Pause gehabt? Weiß ich nicht. Zwei? Gut. Den Spielstand übrigens vom Klassenwechsel habe ich noch beibehalten, weil ich unter Umständen noch wollte, ich wollte Lysia als Lichtvariante spielen mit Waffen und nicht als Debuff-Tante. Und du wolltest ja unbedingt als Debuff-Tante und hast dich ja danach nach gefühlten 5 Minuten entschieden, du willst doch Kevin haben. Aber ich hatte keine Bock, die ganzen 4 Stunden nochmal neu nachzuspielen, tatsächlich. Ich habe mich deswegen dagegen entschieden. Deswegen ist sie jetzt schwächer, als sie sein könnte. Oh nein. Möchtest du die wieder haben? Nein. Hm, guck mal an. So, mir gehen die ganzen Heiler hier auf den Sack. Übrigens ist das ja auch die schwierigste Passage, wenn du Kevin oder Kali als Protagonisten hast hier im Beastkönigreich. Die anderen Abschnitte hier sind einfacher. Ah, hallo. Wenn ihr nun so freundlich wärt, gebt mir das Schwert und die Fee ist frei. Heath, bleib stehen, Kleine. Es ist zu deinem Besten. Du Feigling. Ich sehe keinen Sinn in dieser albernen Übung. Du verschwendest meine Zeit. Ein Geheimgang. Bieskönig, warte nur! Ich bitte um Vergebung. Sobald ich das Mana-Schwert habe, wird einiges klarer. Also, das Schwert oder das Leben der Fee, was darf sein? Schön, dass man antworten kann. Naja, vortrefflich, das Mana-Schwert, was für ein bezauberndes kleines Werkzeug. Moment. Es wird... schwerer? Ich kann es... nicht halten. Tja. Albins blödes Klappergestell. Guck dir mal Heath an. Ich glaube, der hat Hepatitis. Oder er ist tot. Er ist ziemlich grau. Aha, gutes Schwert. Mag böse Personen nicht. Gib es zurück. Oh oh, dunkle Magie. Das Schwert wird sich anpassen. Seine spirituelle Energie wird den Kräften der Dunkelheit dienen. Der Tod ist die wahre Perfektion. Er beendet jegliches physische oder mentale Leid. Wir streben danach, unsere Perfektion auf alle Formen des Lebens zu projizieren. Ah, ich wusste es. Das Schwert gewöhnt sich an mich. Was? Wir werden nun die dritte Phase einleiten. In der Tat. Hehehe, sobald die Gottesbestien wach sind, wird jeder alles sterben. So viele Seelen zu verzehren. Ich kann meine Vorfreude kaum zurückhalten. Es war meine Freude, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf euren Tod. Tada! Das ist echt nett. Es tut mir leid. Ah, Fee. Lebendig? Nicht dein Fehler, aber... Gottesbestien. Was sollen wir tun? Die Gottesbestien. Es hat schon begonnen. Ich werde nach den Mana-Steinen sehen. Schließt eure Augen. So, welcher ist das? Das ist der Erde. Des Windes, korrekt. Mach ich doch, das ist doch fast das Gleiche. Das ist der des Feuers. Ist nicht dein Ernst. Doch. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Es könnte auch Lava sein. Und der? Das ist der hier in den Ruinen. Das müsste der des Windes dann sein. Nee, das ist der des Windes hier.
Den des Windes hatten wir als allererstes. Ach, scheiße. Das ist Eis. Wasser. Wasser, ja. Doch das gleiche. Eis. Ach, Sanoma, kommst du nicht mehr raus, dann ist es gelutscht. Ach, hör doch auf. Das ist der des Waldes. Mhm. Holz. Und der ist weg. Noch nicht. Aber gleich. Kenne ich schon. Puff, weg ist er. Die Gottesbestien wurden wiederbelebt. Jede kontrolliert ein anderes Element. Wenn sie ihre Kraft vereinen, werden wir sie niemals aufhalten können. Wir müssen jetzt, da sie noch verwundbar sind, eingreifen. Schnell, zu den Mana-Steinen. Einmal aufs Dach. Biestkönig, Karl. Mein Sohn, solche Wut, aber ohne Disziplin. Sei nicht zu voreilig. Analysiere die Situation, bevor du deine Schlüsse ziehst. Was? Karl? Karl! Karl am Leben! Aber warum? Der Tod des Wolfsjungen war eine Illusion. Die dunkle Magie war dafür verantwortlich. Du hast dich täuschen lassen, wie immer. Ich habe ihn eigenhändig ausgegraben. Hm. Wenn es eine Illusion war, warum war das doch vergraben? Biestkönig, ich... Schweig! Es war die richtige Entscheidung. Du warst schon immer schwach, Kevin. Vielleicht hat dir deine Mutter gefehlt. Deine Mutter starb, als du noch sehr jung warst, Kevin. Ich habe dir erzählt, sie sei weggelaufen, aber das ist nicht wahr. Was? Verstehe ich auch nicht. Es war Teil meines Plans, deine Wut aufzubauen. Wut ist ein mächtiges Werkzeug. Damit kannst du fast jede Schwäche überwinden. Unsere Rasse war einst schwach. Wir hatten keine Heimat. Viel Leid mussten wir wegen der feigen Menschen ertragen. Unter meiner Führung wurde aus unserer Wut unsere Stärke. Wir sind nun ein unabhängiges Land. Rache gegenüber der Menschheit war nie mein Ziel. Ich kann ihnen ihre Taten vergeben. Das Einzige, was ich nicht vergeben kann, ist Schwäche. Auch du, Kevin, beschreitest inzwischen deinen Weg zur Unabhängigkeit. Zeig mir deine Stärke. Du musst todesnah und seine Gefolgsleute besiegen. Ich schaffe es. Und dann komme ich zurück und übernehme den Thron. Dein Wille ist stark, aber noch kannst du mich nicht besiegen. Nun geh. Kämpfe für das, woran du glaubst, Kevin. Okay. Ich finde die Handlung irgendwie ein bisschen schwachsinnig tatsächlich. Oh, jetzt auch wieder auf sie hingegen. Wie gesagt, erstmal erzählen hier, Mutter ist weggelaufen und ich arbeite mit dem Todesnarren zusammen. Und jetzt plötzlich nicht mehr, ne? Ja, wenn er so eine große Gefahr ist, hätte er ja auch den Todesnarren gleich besiegen können. Ja. Statt erstmal alle Mana-Steine kaputtbämsen zu lassen, etc. So, als erstes hatten wir, glaube ich, Undine, Froster geholt. Also fangen wir jetzt auch wieder hier im Eisland an, würde ich sagen. Eislabyrinth, hier sind wir richtig. Ja, denn Attacke Hü. Ja, Attacke Hü. Warte mal. Was denn? Konnte mich, glaube ich, nicht bewegen. Muss nee. Das Steuerkreuz drücken. Guck mal, der Mana-Stein ist weg, siehst du? Nee, ich... Der läuft schon alleine. Wieso muss ich jetzt schon wieder... Ja, warum muss ich jetzt schon wieder Start drücken? Weiß ich nicht. Steuerst du jetzt Kevin? Also auf jeden Fall bewegt er sich. Das tut er auch, wenn du ihn nicht steuerst. Ja, nein, ich meine, er bewegt sich so, wie ich das drücke eigentlich. Mhm. Halt Kiste. Siehst du? Wahnsinn. Mama Potoöl. Na. Das heilt doch alle auf einmal. Ich glaube ja. Guck mal, ein Drache. Ich finde, die Biester sehen irgendwie ein bisschen niedlich aus. Töfte. Gleich mal hier rein? Ja. Bämsen, Sackgasse, Kiste. Schokolotte. Wir sind gefangen. Kannst du da eigentlich drücken, wenn er gefangen steht? Manchmal.
Mit manchmal meinst du, du hast es noch nicht versucht, ne? Oder? Doch, aber ja? Manchmal reagiert er dann manchmal nicht. Ich glaube, du drückst meistens, wenn du drückst, erst so spät, dass es dein E-Final verschwindet. Kann das sein? Weiß ich nicht. Weil ich bin halt manchmal, bin immer halt der Auffassung, du bist Player 1. Also musst du drücken. Ja, in seltenen Ausnahmefällen läuft es irgendwie anders, weil sobald ich gefangen lese, drücke ich sofort die A-Taste. Und wenn du das auch machen würdest, würde ich dann wenigstens wissen, es wird immer ein bestimmter Zeitraum angezeigt. Oder du träumst, solange bis du drückst. Müssen wir beim nächsten Gefangen mal ausprobieren. Dann schreie ich dich gleich an. Drück! Ich versuche dran zu denken, dann musst du nicht schreien. Mal sehen. Ich möchte aber schreien. Ich möchte links lang. Rechts meine ich. Ich weiß okay. Ja, was ich meine. Guck mal, mach mal Poto. Klatsche das Öl raus. Das, Mama Proto-Öl ist, glaube ich, eine gute Alternative, wenn du keine Highlander-Truppe hast. Sprich, Durant nicht in Licht drin ist, ja. Kevin nicht in Licht drin ist und Kali generell nicht in der Truppe ist. Dann kannst du, wenn du einen Charakter mit einem hohen Geistwert hast, damit die Gruppe heilen. Weil das Mama Proto-Öl meine ich nämlich, die Heilung, die auf die Gruppe geht, richtet sich dann nach dem Geistwert. Das hat nicht wie bei Bonbon, Schokolade etc. einen fixen Wert. Das... Also beim Remake ist es auf jeden Fall so, die Trefferpunkte werden komplett erhöht, also geheilt. Ja, musst du mal gucken, wenn du einen Charakter hast mit mehr Geistwert als ein anderer, ob der da mal bei dem Öl mehr rausholt. Das ist völlig egal, du wirst aufs Maximum geheilt. Ach so, Remake. Aufs Maximum? Okay, ja. Nee, das ist hier nicht der Fall. Und liebe Kinder, seit der letzten goldenen Statue, wo ich den Schnitt gemacht habe, haben wir Pause eingelegt. Dirk spielt jetzt das Remake. Hat's ihm voll angetan. Ja, das ist schon so recht cool. Alter, was hat denn der für langen Strahl? 165, nett. Und wie oft haut sie mit ihrem Spezial daneben? Was machst du denn jetzt? Wo sind denn die Bonbons? Die Bonbons habe ich aussortiert, weil 100 ist viel zu wenig. Nimm doch Kali. Dann muss ich ja da hingehen, ne? Bin ich jetzt auf Kali? Nee. Nee, dann musst du einmal raus, weil sie mit einem Schlag ist. Dann kommst du jetzt nicht rüber, dann musst du raus. Dann musst du raus. Jetzt hast du Kali eine Schokolade gegeben, clever. Hä? Ach, scheiße. Ja, Entschuldigung. Soll ich alle heilen? Ja, ne? Sie heilt, glaube ich, auf alle genauso viel, als wenn du ein Einzelziel nehmen würdest. Also einen Einzelnen zu heilen, würde wenig Sinn ergeben. Ja. Ich hüpfe da mal rüber. Das ist ja cool. Sorry, scheiße, ich kann ja gerade nicht laufen. Hier ist Sackgasse, wir müssen da links durch die Tür. Bin ich da? Ist auch geil. Ich sehe mich manchmal nicht, weil ich quasi hinter dir bin. Hier, dann geh doch vor mir. Ach, hier geht's noch rein. Siehste. Obacht. Alter, was macht der Drache da gerade? Den habe ich gerade weggepustet. Ich hab den erstmal runtergeholt. Wer klingelt da? Wieso klingel ich denn? Alter, haben wir die auch mal platt? Das dauert ja ziemlich lange hier diesmal. Tu mir nicht weg. Na, endlich. Also ich habe auch schon wieder 5 Milliarden Schaden gehabt. Wahrscheinlich hat es deswegen so lange gedauert. Du hast was? 5 Milliarden Schaden gehabt. Ach so. Warum das denn? Könnte ich dir genau sagen, weiß ich nicht. Weißt du was, das kürze ich hier mal kurz ab. Ging es da noch rechts weiter? Oh, das ist auch gut. Gottes Bestie, Fiekmund. Gott. Das gibt erstmal ein Dieber, Freundchen. Ich beginne mit Geistschwund, falls anfangen soll zu zaubern, weg damit.
als nächstes, wenn du schon drauf haust, gibt's natürlich die Abwehrschwächen. Und falls er sich für Nahkampf entscheiden sollte, selbstverständlich noch den Kraftschwund. Ich mach schon wieder nur minimalen Schaden hier. Das ist ungünstig. Oh, wir kriegen richtig dick einen reingewämst. Wie viel macht das? Um die 60. Das war schon fast 70. Bei mir waren es 62, weiß ich nicht. Bei mir waren es 68. Ich komme gerade nicht auf... Ach doch, ich war auf Kali, Entschuldigung. Ich möchte bei Kali nämlich noch was auslösen. Wenn das das Eismonster ist, möchte ich einen Feuerbuff auf meiner Waffe haben. Den möchte ich auch haben. Ja, dann muss ich den holen. Bam! Vielen Dank. Okay. Lise steckt die Waffe sogar weg, wenn das Ding springt. Das ist ja ulkig. Alter, der Feuerbuff bringt's richtig, ne? Das Ding ist logischerweise tierisch feueranfällig. Ja, das ist mir beim Remake auch gefallen. Wenn die eine Schwäche haben, das ist das Coole. Das zeigt er beim Remake richtig an. Da steht dann, wenn du einen Zauber rauf, okay, aufgehst, also auswählst und dann das Ziel auswählst, dann steht er schon immer bei. Schwäche. Okay. Ach, der ist unter uns. Der ist unter uns, ja. Na, dass da die Schwäche schon beisteht, finde ich fast ein bisschen zu einfach dann. Autsch. Da kann ja wahrscheinlich gleich eine Heilung kommen. Wann kommt er denn da wieder hoch? Aber ich finde es nett gemacht, dass er da unter ist. Ja, einfach mal aus Bock eine Heilung raus. So, Freundchen, ohne Hü. Das ist ein bisschen scheiße, da können wir nichts machen jetzt, ne? Nö. Müssen wir abwarten, aussitzen. Wow. Trifft man auch nicht. Ja, das ist ein Problem. Aber was ich wissen möchte, ist, ob Kali mit dem Zauber dann da ankommt. Kali ist beschäftigt. Danke, Kali. Kali ist schon wieder beschäftigt. Komm auf die Schlange, doofe Kuh. Ja, wird wohl Schaden machen da hinten. Jetzt wird das bisher wohl hoffentlich kommen, ne? Jetzt kriegen wir noch einen Zauber wieder ab. Na, selbstverständlich. Das andere würde sich ja nicht lohnen. So, kommt er jetzt? Solltest du dich bei Kevin übrigens für Licht statt für Dunkelheit entscheiden, kriegst du einen richtig geilen Waffenbuff. Was denn? Life Leech. Achso, Lebenskraft entziehen. Mhm. Ja. Das ist beim Reaping, glaube ich, ganz cool. Da kannst du es dann auch auf andere verteilen. Jetzt kannst du hier natürlich auch. Du hast ja auch gerade den Feuerbuff von Kali geholt. Nee, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit. Also so eine Aktion im Grunde. Hä? Ich glaube. Ich weiß es nicht genau. Also da gibt es zwei. Ich glaube, das gibt es einmal als Zauber und einmal auch so als... Ach so, so eine Art Lebenssog-Zauber, ja, ja, den gibt's, aber ich meine als Waffenbuff, dass du mit jedem Schlag die Lebenspunkte zurückholst. Drückst du bitte mal. Ja. Die Gottesbestien werden mit der Zeit immer stärker, schnell zu den anderen sieben. Ich denke, es gibt nur sieben insgesamt, weil das dunkle Ding noch weg ist. Dann ist es wohl wieder da. Hm. Oh, guck mal. Das hatte ich bei mir tatsächlich auch, da gibt's jetzt neue Ausrüstung. Raffi, nein, ich heiße Chiquita. Nee, Chiquita. Ich bin ein entfernter Verwandter von Raffi. Wir sind eine Rasse von Handelskatzen. Raffi gefiel es bei uns nicht und verschwand. Naja, wollt ihr was kaufen? Selbstverständlich.
wir hätten gern. Die Höllenklaue. Ganz schön teuer, das Ding. Das Ding ist noch teurer, dann kriegst du die. Wie, Moment, was ist denn? Ja, ich will die beste haben. Du kriegst die teuerste. Das ist ja gut. Ich will die beste haben. Ich will Kevin spielen. Ich will diese spielen. Ich will Kevin spielen. Jetzt will ich Kali. Nee, sollen ja alle die beste kriegen. Darum ging's. Ich dachte, du bist dann wieder zurück auf die billigere gegangen. Nein, ich bin nicht blöd. Das finde ich beim Remake übrigens auch praktisch. Du kannst, wenn du die Sachen kaufst, da gibt's jetzt übrigens Rüstung bei dir. Das ist Josephine. Ja. Beim Remake kannst du dann, wenn du die Rüstung kaufst, wirst du direkt gefragt, ob du sie direkt anlegen möchtest. Ja, wie gesagt, Quality of Life Sachen beim Remake ist klar, das gab sie halt noch nicht. So, Ohrringe. Oder ein Hornkamm. Dann gibt's Ohrringe. Woran erkennst du ja eigentlich hier in diesem Menü, für wen was ist? Nee, das ergibt sich irgendwie aus den Dingern. So, ist das hier Werwolf-Dinger? Die sind. Was ist das? Biestzähne? Die sind günstiger, also Werwolf-Mähne. Geht ja direkt nach dem Kaufen rüber, wer soll's kriegen? So, dann hast du hier Perlenring und Rattenmütze ist teurer. Jetzt muss ich nur bei den Rüstungen gucken. Gab's da jeweils nur eine? Da gab's jeweils nur eine. Oder? Ja, gut. Die und das Ding. Und Alter, ist der ganze Kram teuer. So, dann rüsten wir den Kram aus. In der nächsten Folge geht's dann zum nächsten... Ich wollte gerade Benevodona sagen. Zur nächsten Gottesbestie. Sag bis neulich. Bis neulich.